Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Road to Eden. Ja, ich habe mal wieder die Aufnahme verkackt. Also das kommt ja auch ab und zu mal vor bei mir. Ganz selten, dass mir mal ein Fehler passiert. Ganz selten, ja. Aber naja, also ich habe mal wieder was verkackt. So habe ich jetzt 20 Minuten quasi in Sand gesetzt und nochmal neu angefangen. Also ich erzähle ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich bin von meiner bisherigen Location, habe ich gedacht, ich laufe jetzt nochmal los. Und guck mal, ob ich ein bisschen was Cooles finde hier. Können wir jetzt mal hier raus? Hallo. Möchte gerne. Hallo. Geh raus da jetzt. Wieso kriegt er diese Kack-Map jetzt nicht zu? So. Bin ich also hier hochgelaufen, an diesem Ding vorbeigekommen. Genau, da vorne ist ja der Ort. Ich bin nicht weit gekommen. Warum habe ich jetzt so einen Waypoint? Ich will keinen Waypoint. Mach den weg. So, danke. Bin ich hier angekommen, ganz genau. Das Problem ist aber, wir brauchen ja ganz dringend Wasser. Deswegen bin ich nochmal bei uns zu Hause in die beiden Häuser gegangen, an die Kühlschränke, habe mir da Wasser gezogen, weil das respawnt ja tatsächlich. Das ist halt ziemlich cool. So, dann habe ich das hier gelootet. Vorher war hier noch so ein infizierter Typ. Den habe ich noch schnell mit meiner Keule hier vermöbelt. Das ging ganz gut. Ich habe gar keinen Schaden genommen. Und dann habe ich es plätschern hören und kam hierher. Da ich aber wieder zu doof war und nicht gewusst habe, wie der Scheiß funktioniert, bin ich einfach mal in die To-Do-Liste gegangen. Also es ging nicht, dass ich die. Ich konnte die leeren Flaschen, die ich habe, nicht in die Leiste unten ziehen und irgendwie E drücken oder so. Das ging alles nicht. Dann bin ich hier hingegangen. Hab geguckt in die To-Do-Liste. Da steht, ich soll Craft Murky Water soll ich machen. Und hier steht, wie das geht. Ich muss quasi mich hier ranstellen. Soll ins Crafting-Menü gehen. Und soll Murky Water craften. Das machen wir jetzt. Murky Water Bottle. So geht das. Guck. Also habt ihr jetzt gar nichts verpasst, weil ich habe es ja gerade erst erfahren. So, let's go. Wir craften Wasser. Das ist eine Large Water Bottle. Und jetzt können wir Murky Water. Da habe ich nämlich 5 leere Flaschen. Die bauen wir uns jetzt auch. Nice. Geil, haben wir Wasser, Leute. Richtig, richtig gut. Und können wir denn noch mehr machen? Murky Water Can. Das machen wir auch. Das können wir dann irgendwie, hoffe ich, am Lagerfeuer oder so denn abkochen, ne? Weiß ich nicht. So, ich esse jetzt irgendwas. Es wird dunkel, das gefällt mir nicht. So, dann war ich hier vorne, habe gedacht, ich gehe noch ein Stück weiter hoch. Allerdings wird es jetzt gerade dunkel. Und ich habe gar keine Lust, da jetzt hochzulaufen. Ich würde jetzt erstmal was essen hier kurz. Das müssen wir alles abkochen, ne? So, hier Fruit Juice kann ich noch trinken. Und irgendwas Geiles würde ich noch essen wollen. Apfel zum Beispiel. Was ist das hier? Box auf Pasta. Oh. Ja gut, das war nicht so viel. Ich glaube, Dry Pasta habe ich jetzt gegessen. Die hätte ich kochen müssen. Ich honk. Can of Meat. Let's go, Leute. Rein damit. Das ist doch nice. Dann trinke ich noch was. Und jetzt wird's dunkel. Wir hauen ab. Ich habe allerdings keine Säge, was mich ein bisschen nervt. Wir haben keine Säge. Ich brauche die Säge, also so eine Handsäge, um die Säge zu bauen. Guck mal, ist das Schwefel? Ich brauche eine Pickaxe. Die können wir auch noch nicht bauen. Radio Tower. Ist das gut, wenn ich da hinlaufe? Ist das hier? Oh! Available Recipes. Was haben wir denn hier? The Punisher. Ach so. Wir sind also an einem Automaten. Wo wir gegen was? Wir können irgendwie gegen Zigarettenpakete. Also hier können wir Zigarettenpakete nutzen. Guck mal. Hier können wir Woodplanks, 25 Woodplanks, dann kriegen wir 10 mal Zinn. Hier wieder Zigarettenpakete. Was ist das? Infected Head. Wo kriegen wir denn Head her?
Warte mal, ich habe doch eben einen Infected getötet. Okay, good to know. Also schön, dass wir hier so eine. Sind das beides die gleichen Dinge? Gibt es hier das Gleiche? Das Gleiche. Das ist echt gruselig, wenn da ein Auto steht, welches Licht anhat. So, wir gucken mal kurz rein. Und dann laufen wir wieder nach Hause. Ich guck mal, ob der Infected noch da ist. Ich bezweifle das aber. Vielleicht kann man dem irgendwie den Kopf abhacken oder so. Was ist das denn? Ein Besen. Okay. Können wir mit dem Besen vielleicht sogar diese hässlichen Hütten da aufräumen? Hier ist gar nichts drin. Scrap Plastic und Sleeping Bag. Okay. Ich haue ab. Ich bin unsicher. Oh, Potato. Okay, wir finden auch sowas in der Landschaft. Wir finden auch Kartoffeln und so. Okay, nice. Nice, nice, nice. Also, ich muss jetzt sagen, es ist jetzt die sechste Folge von Road to Eden. Ja? Mein. F Okay, mein Fazit bislang. Das Spiel ist schwer. Es ist irgendwie alles anders als sonst gefühlt. Es ist also eine andere, anders aufgebaut, was jetzt Crafting und so weiter betrifft. Finde ich gut. Ist schwer, deshalb weiß ich halt auch nicht, wie man was macht. Aber es gibt ein Wiki, es gibt verschiedene Seiten, wo man sich Unterstützung holen kann. Das ist kein Problem. Also selbst bei Steam direkt, wenn man da auf die Community-Diskussionsgeschichte geht, findet man direkt schon das Wiki. Das heißt, dort gibt es dann auch alle möglichen Hinweise, wie man was machen kann und so. Ich war jetzt noch nicht wirklich drauf, ich war nur ganz kurz drauf. Und das mit dem Wasser habe ich ja jetzt selber herausgefunden. Das finde ich ganz gut. So, wir brauchen Licht, Leute. Die Lampen hier sind aus und das ist nicht so geil. Diese Lampe hier wird nicht lange halten, weil wir keine Batterien haben. Haben wir irgendwo noch Batterien? Zigarettenpaket. Damit können wir uns Sachen kaufen. Okay, das ist die Währung hier. Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Sleeping Bag werden wir einfach kaputt machen dann. Ja, ich mache wieder aus, ne? So. Öl. Fuel Hose. Okay. So, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass wir hier direkt immer wieder looten können. Ist echt nice. Gefällt mir. So, haben wir denn irgendwie so einen Glühstab oder sowas? Ich würde gerne so einen Glühstab nutzen. Und den hier auf die Straße werfen, damit wir ein bisschen Licht haben. Haben wir denn sowas? Ich guck kurz. So, keinen Glühstab. Warte mal, ich werde erstmal ein paar Sachen hier, glaube ich, rüberpacken. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Hier haben wir Empty Tin Can. Cans. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Das ist auch nochmal sehr wichtig. Dann können wir Wasser abkochen. Und wir müssen gucken, dass wir eine Sawbench kriegen. Keine Sawbench, sondern eine Säge, eine Saw. So, was kann ich denn hier noch reinmachen? Ich kann da bestimmt noch irgendwas hier reinmachen. Hier, das zum Beispiel. Das ist so alles sackschwer. Was kann ich noch da reinmachen? Hier, das. Das kann ich nicht, weil das eine andere Notiz ist. Okay. So, hier haben wir einen Schlüssel von, also einen Key von einem Schließfach. Also die Sortierung ist echt zum Mäusemelken, ne? Also das ist, ich würde gerne einmal Sort drücken, dass die es einfach aufeinander stackt die ganze Zeit. Aber das ist irgendwie nicht so möglich, habe ich das Gefühl. Grauenhaft. Das geht nicht. Was können wir denn noch hier reinschmeißen?
Nichts. So, was ich brauche, ist ein Glühstab, bitte. Oh, die Screws kommen dahin. Nee, kommen sie nicht. Mein Fehler. Das war mein Fehler. So. A box of matches. Murky can of water. Nein, mach das weg. So, wo haben wir denn jetzt diese scheiß Glühstäbe, Mann? Nicht kaputt machen. Bitte nicht kaputt machen. Hier ist einer. Haben wir nur noch einen? Das ist schlecht. Dann nehmen wir jetzt diesen roten Glühstab. Wo ist denn der? Ich habe den doch gerade. Ach, hier vorne. So. Hier. So. So, die packe ich jetzt hier irgendwie hin, weil da ist wieder Licht. Das ist gut. Aber hier nicht. Also machen wir hier irgendwie den Glühstab hin. Mit G. Wow, das Wahnsinn. Ja, das hat jetzt ganz viel gebracht. So, okay. Ich hätte gerne ein Lagerfeuer. Small Campfire. Dafür brauchen wir Plant Fibers. Ich glaube, Plant Fibers können wir aus diesem Zeug hier machen. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Hier diese Pflanzen, die wir, diese Büsche, die, das hier, Alnussbusch. Ich glaube, daraus können wir Fiber machen. Machen wir jetzt auch. Plant Fibers. Und zwar 12. So, wir craften jetzt erstmal eine Runde. Das bedeutet, ich werde jetzt hier nochmal gucken, ob wir hier noch so ein paar Büschchen haben. Hier waren nämlich, glaube ich, noch welche. Glaube ich. Hier zum Beispiel? Nee, der nicht. I'm carrying too much. Ja, hier sehe ich auch nichts. Ist egal, komm. Oh mein Gott. Oh no. Okay, das ist Kacke. Moment. Stopp. Fuck. Nicht gut. Nicht gut, Leute. Nicht gut. Habe ich noch eine Kiste? Oh, ich muss irgendwas loswerden. Oh nein. Ich höre nicht auf, dieses Zeug zu machen. Oh nein, oh nein, oh nein. Mistverdammter. Warte, warte, warte. Was kann ich hier kaputt machen? Was kann ich recyceln? Das hier. Er. Beides. So, carrying too much. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues. So, wie kann ich denn jetzt hier. Ach Mist, ey, wenn ich jetzt irgendwie überfallen werde, habe ich echt ein Problem. Paintbrush brauche ich nicht, ne? Kann weg. So, kann ich das essen? Lecker. Bisschen Orange. Wird das dadurch etwas leichter alles? Oh, wir haben hier Seeds, richtig nice. Metal Ring. Zwei Pistolen. Lapack. Batteries. Ich kann die. Ja, komm. Die usen wir. Habe ich die jetzt geused, beide? Ja, schon, oder? 8, 5, 6, 9. Einer kann weg. 8, 5, 6, 9. 11, 3, 5. 8, 5, 6, 9. 8, 5, 6, 9 kann weg. 8, 5, 6, 9 kann weg. 96, 56. Cool. Paprika. Noch mehr Paprika. Hier. Dingens. 9, 9, 2, 2. 4, 8, 5. Das ist was anderes. Genau. Marmelade. Brille. Die ist besser. Equip. Die kann weg. Recycle. Das haben wir hier. Wasserflaschen haben wir. Eier. Das, das. Seeds. 4, 8, 5, 6. Okay. Gut. So, hier. 85er. 85er Blade.
Die Machete ist schon echt hart, oder? Die habe ich aber ausgerüstet. Heftig, heftig. So kann ich mich bewegen? Nö. Schade. Ich würde dann jetzt ein Lagerfeuer bauen. Geht aber nicht, weil mir irgendwas fehlt. So, was passiert, wenn ich jetzt Sachen abwerfe? Was ist denn jetzt besonders schwer? Guck mal, 0 Kilo. Was ist denn jetzt schwer? Use. Mist. 0,1. Was ist denn hier schwer, Leute? Kann ich den Eimer abwerfen? Bucket. Drop. Was passiert, wenn ich den droppe? Ich habe den wirklich gedroppt. Kriegt das nicht wieder, das Zeug, Leute? Dein fucking Ernst. 1,5 Kilo. Large Water Bottle. Use. Kann mich immer noch nicht bewegen. Empty Large Bottle. Empty Tin Can. 0,2 Kilo. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich das erst. 6 Kilo haben wir hier. Plant Fiber. Leute, ich will das nicht loswerden. Hier, das kann weg, ne? Recycle. 51, ja! Wieso kann ich mich immer noch nicht bewegen? Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Ich habe 51 von 53 Kilo und kann mich nicht bewegen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich hänge fest. Was ist das da vorne? Wie cool sieht der Himmel überhaupt aus? So, was mache ich denn jetzt? Hänge ich im Eimer fest oder das ist scheiße. Ich hänge wirklich fest. Das ist nicht so cool. So, warte, ich pausiere kurz das Spiel. Pausiere kurz, ja? Und dann logge ich mich mal neu ein. Geht nicht anders. So, ja, hat irgendwie. Relock hat nicht geholfen. Musste mich töten, habe aber vorher vergessen einzustellen. Man muss ja mal irgendwie alles einstellen, dass ich alles behalte. Deswegen habe ich wohl irgendwas verloren an Items. I don't know. Also, ich habe auf jeden Fall. Musste ich diesen Code hier nutzen, Kill Self, und dann konnte ich mich wieder bewegen. Naja, was soll's. So, was wollte ich eigentlich machen? Den will ich nicht. Jetzt carry ich schon wieder viel zu viel. Okay. Ich wollte ein Lagerfeuer bauen, ne? Das war, glaube ich, das Ansinnen. Da brauchen wir aber noch ein Woodlock. Das haben wir tatsächlich. Das probiere ich mal. Hier drinnen, in irgendeiner der sechs Kisten, fünf Kisten, haben wir Woodlocks. Das war nicht hier. Schön, dass dieses rote Licht wieder kaputt ist. Das ist super. Dass wir wieder nichts sehen hier. So, warte. Wir machen jetzt ein. Was fehlt denn jetzt noch? Ich hab doch alles. Small Campfire. Warum ist das denn nicht. Kann auch das Campfire machen. Warum ist das denn nicht hell? So. Campfire. 5. Mach ich hier. Direkt hier vorne. So, was brauchen wir denn jetzt dafür? Nur Compostable oder was? Was brauche ich denn jetzt? Was kann ich denn hier reinwerfen? Stöcke? Sowas hier? Geht das? Need lighter or matches? Ich habe Matches. Irgendwo habe ich Matches. Hier zum Beispiel. Nee, die waren. Alter.
Nein. Gaskanister wollte ich jetzt auch nicht. Hier, Matches. So, und dann machen wir das ganze Murky-Zeug machen wir hier rein. Kann man das einfach so... Geht das? Craft? Macht er. Geil. So, dann machen wir das noch. Fünf. Haben wir das hier? Machen wir fünf. Empty Tin Can. Die ganzen empty Dinger. Guck mal, wir haben sogar eine Öllaterne. Oh, wie cool. Ich glaube, die können wir hinstellen, ne? Hier, Large Murky Water. Large Murky Water. So. So. Haben wir denn noch irgendwas? So, das macht er. Okay, dann machen wir Large Murky. Hier haben wir auch noch. Glaube nicht, dass es so gut ist, die Stöcke hier reinzuhauen, oder? Wir sollten, glaube ich, eher andere Sachen da reinschmeißen. Wir sind auf jeden Fall schon einen Schritt weiter. Wir sind dazu in der Lage, Wasser zu holen, das hier abzukochen, dass wir nicht verdursten. Sehr, 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 sehr gut. So, wir haben ein Murky Can of Water. Das machen wir. Nein. Das machen wir jetzt. Craft. Du machst jetzt. Großes Ding voll. Boiled Water Can. Wie viel ist das überhaupt? Can of Water, Small Water Bottle. Und dann haben wir noch eine große Flasche. Let's go. So, das heißt, das hier kann rüber. Ich habe auch noch kein Fleisch oder irgendetwas. Insofern. Schon okay. Kann man diese Sachen vielleicht auch. Was kann ich denn hier noch machen? Roasted Chicken, Animal Fat Candle, Plant Fibers, Empty Tin Can und Animal Fat haben wir nicht. Mais und Stock. Mais, ich habe irgendwo Mais gehabt. Ich weiß, ich habe irgendwo Mais gehabt. Wo ist der Mais? Wo ist der Mais? Wir haben doch Mais geerntet. Wo war denn das? Hier? Ach, Kacke. Ich hätte schwören können, wir haben Mais. Aber ich glaube, ich habe den gegessen, ne? So, warte, dann gucke ich hier nochmal rein. Aber ich glaube, ich kann hier auch nicht suchen. Hier nochmal auf Nahrungsmittel. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts mit Mais. Okay, alles klar. Eier könnten wir doch vielleicht machen. Aber ist hier nicht drin. Corn on a Stick ist natürlich nice, ne? Das könnten wir super cool machen. So, ich mach das aus. So. Wir haben Wasser, Leute. Das ist gut. Und jetzt geht es darum, dass wir dringend. Dass wir sehr, sehr dringend. Los. Eine Säge finden. Oh, das mit der Sortierung macht mich irre, Leute. Das macht mich echt irre. Das ist richtiger Müll hier gerade. So, ich nehme jetzt alles nochmal. Ich nehme jetzt nochmal alles rüber hier. Ich weiß, ich bin komplett überladen. Aber ich muss das kurz machen, weil ich das Gefühl habe, dass hier alles für die Katz ist gerade. Und wir haben sogar noch was zu trinken gehabt. So. Und dann. Gehe ich hier nochmal runter und gucke, ob irgendwas nicht richtig cool gesteckt ist. Nehme das auch wieder rüber.
So, das hier kommt zum Beispiel rüber. Das nehmen wir auch rüber. Das nehmen wir rüber. Das rüber, das rüber, das, 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 das. Diesen ganzen Quatsch rüber damit. Silizium, Steine, super schwer. Das rüber, habe ich keinen Platz mehr. Okay. So. Hier. Rüber, rüber, rüber. Das brauchen wir nicht. So. Hier haben wir noch eine Kiste. Das ist top. Clean Racks habe ich gerade weggeräumt, oder? So, hier haben wir noch ein Bucket. Empty Tin Can muss ich jetzt immer mitnehmen. Das kann rüber, das kann rüber. Das, das. Das sind Patronen. Papier. Das. Lampen. Das. Das. Hier haben wir was zu trinken. Okay. Glue. Okay, fertig. Das stresst mich. Diese Sortierung stresst mich. Wir brauchen unbedingt die Sawbench, damit wir große Kisten bauen können. Das ist ein großes Thema. Copper Wire. Sehr. Kann ich nicht die dafür nehmen? Kann ich nicht diese Säge dafür nehmen? Moment. Crafting. Come on. Ja, ich brauche eine andere Säge. Mist. Mist, verdammter. Ich glaube, ich habe schon wieder alles doppelt und dreifach hier in allen Kisten drin. Zigaretten machen wir auch, ist auch voll, okay. Ich muss halt die Sachen irgendwo reinpacken. Ich kann es nicht ändern. Weg, 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 weg. Das weg. Okay. Wir werden später eine bessere Sortierung kriegen. Aktuell geht es einfach nicht. Kriege das gerade nicht anders hin. Waffen weg. Oh, hier haben wir eine Dreierpistole. Ich glaube, die Dinger können wir vernichten, ne? Die habe ich jetzt unten. Okay, cool. Das. Schwierig. Ein Schüssel. Grüne Farbe. Das da. Zigaretten, ne? Da haben wir auch eben schon woanders hingepackt. So. Das hatten wir auch gerade woanders hingepackt. Oh Mann. Okay, weg. 9 mm Rounds, die müssen wir mitnehmen. Wir haben also eine Knarre und, ne, und wir können tatsächlich damit was machen. Sehr cool. Box of Pasta. Die können wir bestimmt kochen. Ja, sehr, sehr cool. Echt ein Traum, Leute, ein Traum. Bin immer noch total voll. Ich habe gar nichts abgegeben, sozusagen. Wahnsinn. So, ich würde jetzt wieder in die Richtung laufen. Wir haben Wasser. Ich trinke. Das werden wir gleich wieder mit Murky Water dann irgendwie voll machen. Sobald wir. Oh, ein Woodlock. Sobald wir wieder an dem Wasserding sind. Wir laufen da jetzt nochmal runter. Okay, macht gar keinen Sinn, ne? Aber ich laufe nochmal dahin. Wo ist denn meine Keule? Sechzig Blunt hat die. Und das Messer, die Machete. 85, Leute. Die Machete ist richtig, richtig gut. 60. Waterpipe. Okay, wir können das auch als Waffe verwenden. Hunting Knife. Und wir haben unsere. Wo ist denn jetzt die Pistole? Hier? Hier. Wo ist die Dreier? Wir hatten doch eine Dreier.
So, und dann haben wir hier die Patronen. Ja, cool. Hoffe, das klappt. So, vier. Alright, okay, gut. Wir gucken mal. Ich weiß nicht genau, was besser ist, ob ich ihn rechts haben möchte oder links. Ich bin da ein bisschen unsicher gerade. So, da vorne haben wir jetzt grünen Scheiß. Ich glaube, da darf ich jetzt nicht hin, ne? Ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert. Ach nee, ist ja da vorne. Okay, hier können wir hin. Gut. Glaube, ich nehme wieder meine Keule, die ist irgendwie cooler. So, hier ist Wasser. Ich höre was. Was ist das hier? Warum leuchtet das so grün? Ah, das ist ein Crate! Was? Das sind Crates! Loot Crates! Oder was? Heftig. Wow! Caring too much ist mir so egal gerade. Feinster der Loot! Muss ich unbedingt tragen. Equipped. Was ist das? Can of Meat? Small Medikit, eine Mine, eine Wrench, ein Wrench-Tool, Chocolate Bar. Das ist ja geil. Das heißt, die grünen Dinger sind Loot Crates. Das muss man erstmal wissen, Leute. Ich bin hammer vollgepackt. Wie immer. Das ist wieder ein Problem. So, was? Crafting, Murdy. Wie ist denn das? Murdy. Murky. Huch. Murky. Hallo. Water Can. 7 Stück. Craft. Nehmen wir alles mit, Leute. In der nächsten Folge können wir uns nicht mehr bewegen. Genauso wird das nämlich laufen. So, dann machen wir das noch. Craft. Und das. Ja, haben wir richtig viel Wasser, richtig gut. Wir brauchen eine Säge. Oh Mann. Oh, wieso kann ich keine Säge bauen? Aber ich habe schon herausgefunden, wo wir eine Sägewerkbank finden könnten. Das ist aber ganz schön weit weg von hier. Im Notfall müssen wir da aber hin. So, ich hoffe, wir können uns noch bewegen. Ja. Aber ist nicht so geil. Also, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir gucken, dass wir, ach, ich weiß auch nicht, Leute. Mehr Kisten bauen? Schade. Ich hätte gern ein bisschen Fleisch gebrutzelt. Bitte greif mich nicht an. Ach, egal, komm. Ich werde mal die Munition sparen. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann gucken wir mal, wie das hier so weitergeht bei Road to Eden in der nächsten Aufnahmesession. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.